Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Philipp Vondrak. Guten Tag. Der Lkw-Verkehr ist auf der A14 leicht zurückgegangen. Die Belastung ist aber nach wie vor hoch, fügt der VCÖ an. Der Verkehrsclub hat heuer bislang 3000 Lkw im Schnitt pro Tag auf der Autobahn gezählt. Das sind 1,4% weniger wie im Vorjahr. Um die Lkw-Fahrten weiter zu verringern, schlägt der VCÖ vor, etwa die Steuervergünstigung auf Diesel abzuschaffen und eine EU-weite Mindestmaut einzuführen. Weiter gestiegen ist der Autoverkehr. Auf der A14 waren bislang fast 2% mehr Pkw unterwegs. Weil er für den Tod eines 42-jährigen Mannes aus Bludesch verantwortlich sein soll, steht heute ein 35-jähriger Deutscher vor dem Landesgericht Feldkirch. Er soll im vergangenen November in Sulzrötis alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht haben. Sein Auto prallte seitlich gegen einen Baum. Der Bludescher saß auf dem Rücksitz und wurde eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Bauland in Vorarlberg ist kaum noch leistbar. Schuld sind Spekulanten. In ihr kürzester Zeit sind die Grundstückspreise um über ein Viertel gestiegen, wie eine Studie zeigt. Damit soll nun Schluss sein. Das Land untersucht jetzt, wie man rechtlich eingreifen kann. Die Opposition schlägt eine Bebauungsfrist und höhere Steuern bei Spekulationen vor. Und bei der Eishockey-WM steht für den Vorarlberger Markus Paintner und das österreichische Nationalteam heute das letzte Match am Programm. Gespielt wird gegen Weltmeister Russland. Die Mannschaft muss als Tabellenvorletzter nach wie vor um den Klassenerhalt zittern. Spielbeginn ist um 19:15 Uhr. Wir drücken die Daumen und bis morgen.